Meine sehr verehrten Damen und Herren, als Vorsitzender des Wilhelm-Röpke-Instituts möchte ich Sie im Namen meiner Vorstandskollegen und Kollegen ganz herzlich begrüßen. Diese Vorlesung findet alljährlich zum Todestag von Wilhelm Röpke statt. Das ist diesmal der 65. Todestag. Üblicherweise findet unsere Vorlesung immer im Atrium der Thüringer Aufbaubank in Erfurt statt. Und an dieser Stelle würde ich immer stets unserem langjährigen Gastgeber, Herrn Bierlacher, von der Thüringer Aufbaubank danken. Das tue ich auch diesmal, denn das Organisationsteam der Aufbaubank, Frau Montabon und Herr Walter, haben uns auch unter diesen besonderen Bedingungen unterstützt. Wir hoffen natürlich sehr, dass wir uns im kommenden Jahr wieder in Präsenz treffen können und vielleicht auch viele der jetzt Zugeschalteten dann auch den Weg nach Erfurt finden. Naturgemäß war in diesem Jahr alles anders als sonst. Wir sind im Nachhinein froh, dass wir unsere letzte Wilhelm-Röpke-Vorlesung, die vom ehemaligen Bundesverfassungsrichter Herrn Di Fabio gehalten worden war, dass wir diese Vorlesung gerade noch hören konnten, als noch alles normal war, bis sich dann 3 Wochen später alles änderte. Nichtsdestotrotz konnten wir unsere Aktivitäten der vergangenen Jahre, die wir ja oft in Kooperation mit dem Walter-Eucken-Institut in Freiburg, der Aktionsgemeinschaft Soziale Marktwirtschaft, des Netzwerks Ordnungsökonomik und Sozialphilosophie, NUS, und auch der Hans-Martin-Schleyer-Stiftung veranstalten, auch dieses Jahr zumindest teilweise durchführen konnten. Dazu gehört auch die Organisation des Austausches junger Wissenschaftler in der Phase des fortgeschrittenen Studiums oder der Promotion zu Fragen der Ordnungstheorie und Ordnungspolitik. Wir konnten auch Veranstaltungen dieses Jahr online durchführen. Unser diesjähriges Doktorandenseminar zum Beispiel war eine NUS-Veranstaltung, auf der wir uns mit der Geschichte des Neuaufbaus der Weltwirtschaft nach dem Ersten Weltkrieg und des Beitrags liberaler Ökonomen daran befasst hatten. Trotzdem mussten wir im vergangenen Jahr auf viele Konferenzen und Workshops, auf die wir uns gefreut hatten, verzichten. So konnten wir unsere Workshops auf Schloss Ettersburg bei Weimar leider nicht fortsetzen. Gleichwohl halten wir an der Absicht fest. Wir veranstalten seit Jahren eine Konferenzreihe zum Thema neue Ordnungsökonomik, deren Beiträge wir auch veröffentlichen. Mein persönliches Anliegen ist es ja, die Kritiker des Neoliberalismus, die in den Wissenschaften, vor allem in den Sozialwissenschaften, aber manchmal auch in den Rechtswissenschaften und den Geschichtswissenschaften ihr eigenes wissenschaftliches Biotop pflegen und die Vertreter des Wirtschaftsliberalismus, die ja auch sehr oft unter sich diskutieren, mal zu einem gemeinsamen Workshop zusammenzuführen. Vielleicht ist es möglich, diese hermetisch geschlossenen intellektuellen Welten einmal zusammenzuführen, um in der Diskussion über eine zukunftsfähige Wirtschaftsordnung weiterzukommen. Mein Eindruck ist, dass es beiden Seiten nichts nützt, in vielen Dingen recht zu haben und dass die gegenseitige Abschottung beiden Seiten einer fruchtbaren wirtschaftspolitischen Auseinandersetzung insgesamt schadet. Das konnten wir im vergangenen Jahr leider nicht weiterverfolgen, planen das aber für das kommende Jahr. Vielleicht noch ganz kurz: Wir konnten in diesem Jahr erfreulicherweise wieder die Wilhelm-Röpke-Medaille vergeben. Das machen wir immer gemeinsam mit dem Wirtschaftsrat der CDU Thüringen. Die Medaille wird zum einen an einen Politiker, eine Politikerin vergeben, die sich in besonderer Weise für die soziale Marktwirtschaft engagiert hat, und an einen Unternehmer, der ein besonderes soziales Engagement hat erkennen lassen hier im lokalen Raum. Das war diesmal der Präsident des Thüringer Landesrechnungshofs, Dr. Dette, der das Ausgabeverhalten der Landesregierung ohne Rücksicht auf Parteizugehörigkeiten sehr kritisch geprüft hat und prüft und immer wieder den Finger in die Wunde der öffentlichen Mittelverwendung legt. Und es war der Unternehmer Kern, der ein Familienunternehmen, das vor der DDR-Zeit gegründet wurde, in der DDR-Zeit enteignet wurde, zu einem überaus erfolgreichen Exportunternehmen ausgebaut hat, zu einem Hidden Champion, hat das unter abenteuerlichen Umständen oder schwierigen Umständen von der Treuhand zurückgekauft. Die Restitution wurde ihm versagt. Ich würde mir wünschen, wenn die Öffentlichkeit viel mehr von solchen sehr Also ich würde erfolgreichen, jetzt mal kurz. ja, ostdeutschen Unternehmen erfahren würde.
die manchmal, wie in diesem Fall, tief versteckt im Thüringer Wald liegen. Damit komme ich zu unserem heutigen Redner der diesjährigen Willem-Röpke-Vorlesung, Herrn Professor Dr. H.C. Clemens Fuest, dem Direktor des IFO-Instituts in München. Ich freue mich, dass es diesmal terminlich geklappt hat und dass er spontan zugesagt hat. Clemens Fuest gehört zu den namhaftesten und wissenschaftlich profiliertesten VWL-Professoren in Deutschland. Er hat in Bochum und in Mannheim VWL studiert. Er hat 1994 bei dem vor kurzem verstorbenen Professor Wattrin promoviert und sich im Jahre 2000 in München habilitiert. Es folgte dann eine steile wissenschaftliche Karriere. Er hatte zunächst einen Lehrstuhl in Köln inne, dann in Oxford und schließlich in Mannheim, wo er auch einige Jahre Präsident des Zentrums für europäische Wirtschaftsforschung war. 2016 wurde er schließlich als Nachfolger von Hans-Werner Sinn Präsident des IFO-Instituts in München. Gleichzeitig hat er dort einen Lehrstuhl für Nationalökonomie. Seitdem ist Clemens Fuest ein überaus präsenter wirtschaftspolitischer Berater, der seine wissenschaftliche Expertise in die öffentliche Debatte einzubringen versteht. Wir hätten Clemens Fuest jetzt zu einer Vielzahl von Vortragsthemen bitten können, zu denen er uns aufgrund seiner Forschungstätigkeit Substanzielles hätte sagen können. Das wären zum Beispiel Fragen der Unternehmensbesteuerung gewesen in der globalen Wirtschaft, Fragen der Unternehmensbesteuerung in der digitalen Ökonomie, zu Fragen der Wirtschafts- und Finanzverfassung der Europäischen Union nach der Fiskalkrise, auch zur Zukunft der sozialen Sicherungssysteme und des Rentensystems. Das sind alles Themen im Bereich Finanzwissenschaft bzw. Public Finance. Diese Themen bleiben natürlich aktuell und sind gegenwärtig nur durch die Covid-19-Pandemie temporär in den Hintergrund geschoben. Natürlich liegt in diesem Jahr nichts näher als ein Beitrag zur Covid-19-Pandemie und der Rolle der öffentlichen Finanzen. Uns erfasst seit einem Jahr eine große Unruhe und wir hoffen alle auf eine schnelle Überwindung der Pandemie. Wir wissen, in der Geschichte der Menschheit ist dies nicht die erste Pandemie. Wenn wir einmal etwas weiter in die Geschichte zurückgehen, im 14. Jahrhundert suchte eine viel tödlichere Pandemie uns heim, die ebenso wie die heutige ihren Ausgang in China nahm oder im Himalaya, dann über die damaligen Handelswege nach Asien übergriff und schließlich ganz Europa erfasste, bis sie schließlich erst dann nach mehreren Jahren abebbte. Anders als heute wusste die damalige Menschheit nichts über die Ursachen des Schwarzen Todes, der ein Drittel der damaligen Bevölkerung auslöschte. Unsere heutigen Querdenker sind vergleichsweise harmlose Rationalisten im Vergleich zum damaligen Mob, der die Juden für die Pest verantwortlich machte, was sich vielerorts in Pogromen äußerte. Wenn man diesen historischen Vergleich heranzieht, dann scheint es jedenfalls doch so etwas wie Fortschritt der Menschheit zu geben. Das hilft uns allerdings bei der Bewältigung der Folgen der Corona-Krise gegenwärtig nicht allzu viel weiter, außer dass wir an die Lösung dieser Krise mit viel Fachwissen und Expertise herangehen können. Nun ist es in der Wissenschaft leider so, dass wir immer nur vorläufiges Wissen haben, das durch neue Erkenntnisse überholt wird. Es ist wohl gerade dieser Prozess des wissenschaftlichen Fortschritts, der im Moment Politik und die Öffentlichkeit vor besondere Herausforderungen stellt. Bevor ich jetzt an unseren heutigen Redner übergebe, noch ein paar Hinweise. Und zwar, ich hatte schon eben im kleineren Kreis gesagt, die Vorlesung soll auf der IFO-Homepage hochgeladen werden. Wenn Sie dort nicht im Bild sein wollen, müssten Sie jetzt Ihre Videokamera ausschalten. Wir haben nach dem Vortrag noch Gelegenheit zu einer Diskussion mit dem Referenten, wofür ich sehr dankbar bin. Der Zeitrahmen ist so bis 18.30 Uhr, ein bisschen plus vielleicht. Wir möchten Sie bitten, Ihre Fragen in den Chat zu schreiben. Das heißt, die Chatfunktion zu nutzen, um Ihre Fragen dort zu schreiben. Mein Kollege Stefan Krolliff wird dann dankenswerterweise mir dabei helfen, diese Fragen auszuwählen und wir werden sie dann an den Referenten
richten. Genug der Vorrede, damit möchte ich an unseren heutigen Redner übergeben. Ich freue mich sehr, Clemens, auf deinen Vortrag.